Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exile Isle of Siddha Gameplay mit Mods. So, jupp, tja, was machen wir heute? In der letzten Folge haben wir angefangen, hier die Küste mal abzulaufen. Und ich dachte, wir werden das mal weiterführen hier in The Nook. Da irgendwo in der Nähe müsste unser Obelisk stehen. Den packen wir da ein. Und folgen dem Ganzen mal. Wir werden mal gucken. Ich glaube, hier oben haben wir doch ein Camp oder was gesehen. Ob wir da irgendwie hochkommen. Mal den Hallo sagen. Ja, komm. Kommt mal hier rein oder geht raus? Okay, jetzt sind sie weggehupst. Da kommen sie. Dann futter ich mal was. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen was mitnehmen, weil. Ja, die hat noch keine 5000. 5000 hätte ich schon gern. Was die Hitpoints angeht. Ich wollte mir gerade irgendwas wegtun. Ich war vorher hier beim Gemüse sammeln. Eins, zwei, drei. Und du hast Habba Habba für alle, ja. Du hast nichts mehr, aber das geht schon. Dann brauche ich ein Pferdel. Dann nehmen wir dich. Und dann gehen wir auch schon los. Schwuppdiwupp. Und Obelisk eingepackt. Das geben wir dem Pferdl. Da waren wir das letzte Mal drinne. Ah, ich könnte jetzt auch noch mal reingehen. Da oben ist ein Camp. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Wir folgen einfach mal dem Küstenverlauf. Kann ich auch auf dem Pferd machen. Geht schneller. Ach, ja, wenn sie nicht im Weg stehen. Oder ich so blöd reinreite. Ja, ich muss demnächst irgendwann mal Platz machen. Meine SSD. Ich will mir den Testclient wieder installieren. Dreimal zugeschlagen, dreimal vorbei. Meine Fresse. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer mit drei Kollegen rumrenne. Damit. Ja, weil ich mich alleine einfach nicht so super geschickt anstelle. Das sieht ja auch interessant aus. Da drüben, das sieht mir auch wie ein Lager aus, aber das sieht natürlich super interessant aus. Wo ist denn das? Ist da drüben das hier? Das heißt, im Verlauf unseres Ausflugs werden wir da früher oder später hinkommen. Mir ist noch eingefallen, aber ich will jetzt erstmal hier die Küstenlinie weiterverfolgen. Fehlen natürlich noch zwei Gebiete im Landesinneren, also von der großen Insel, und zwar einmal hier. Das Gebiet hier, Accursed Citadel. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Da können wir von hier aus relativ einfach hinkommen. Und das zweite ist natürlich hier dieses Gebiet. Da bin ich drauf gekommen. Playful Pups. Die speziellen Hunde, die man hier als Pets bekommen kann, die sind eben nur dort die Spawnpunkte. Ah, guckt mal, da oben, dicker Gorilla. Aber wie kommt man da hoch? Da ist ein Land, also eine Brücke rüber. Ich könnte natürlich klettern, aber ich will natürlich hier den regulären Weg finden, wenn es denn sowas gibt.
ich will nicht klettern. Und nicht viel. Hier geht's. Gucken wir mal. Hier komme ich wieder hier rüber. Ist ja nett hier. Ah. Aha. Aha. Oh, da ist auch was. Da will ich ja noch gar nicht hin. Ich wollte darüber. Da gucken wir später noch hin. Jetzt gucken wir mal, ob man hier irgendwo. Nee. Ist es das, was wir gesehen haben von unten? Nee. Muss ja hier drüben irgendwo sein. Sag mal. Ich glaube, wir werden doch klettern müssen. Wenn ich jetzt hier vorgehe, dann sind wir wieder hier. Und da will ich hin. Da drüben sieht man die Spitzen von dem Dings. Ah, ich werde klettern. Warum auch nicht? Vor allem, ich habe ja durch die Handschuhe und die Stiefel sind es, glaube ich, oder? Diese passive, permanente Stamina-Regeneration, auch wenn ich kletter, das heißt, wenn ich jetzt hier ganz kurz warte, schwupp, schwupp, schwupp. Das ist das Coole. Ja. Da müssen wir auch nachher auf dem Rückweg können wir mal gucken, ob es irgendwo einen regulären Abgang gibt. Da drüben ist ein Camp. Wir können ja die fragen. Wir können ja fragen, hey Jungs, wie genau kommt man hier hoch, ohne zu klettern? Wie seid ihr hier hochgekommen? Okay. Da ist nichts Wichtiges. Da hinten ist ein Koch, glaube ich. Ja, Hupfdohle, steh nicht bloß blöd rum, wie wär's? Ah, was bist du? Was bist du? Ah. Ich habe noch Platz auf dem Rad. Und wir können ja einfach. Hörst du mal auf, mich zu hauen? Ich erkläre den Leuten hier gerade, wer du bist und warum ich dich tot mache. Dann hörst du auf mich einzuprügeln, bitte. So, dich kann ich gleich mal hier festmachen. Dann bist du versorgt. Du bist tot, das ist gut. Und ja, was bist du? Koch, normaler Koch. Hab auch Messer. Guck mal. Meine sind besser wie deine. Ja, wer bist denn du? Ah, Kunawe in Lager. Das wäre, glaube ich, ein Named gewesen. Bin ich ein bisschen traurig. Das. Und das. Und das. Den Rest lassen wir mal. Ja, wird Zeit für eine neue Religion. Was fehlt denn uns noch? Jock hab ich schon im Priester im Ding, aber da fehlt mir noch. Na, das habe ich wieder auch gemacht. Da fehlt mir aber auch noch Dings. Da drüben liegt noch jemand. Den tot gemacht, oder? Der ist bewusstlos. Da fehlt mir aber noch die Religion. Ah, wer liegt denn hier?
Ah, okay, in der Act und Trident, was bist du? Oh. Oh nee, oh fuck nochmal, wie habt ihr die so schnell tot gekriegt? Oh, die fallen aber auch schnell um. Oh Mann. Müsst ein bisschen besser aufpassen. Sind. Die Kisten mache ich leer. Damit ich nachher weiß, wo ich schon war, wegschmeißen kann ich es alle mal. Oh, das ärgert mich. Könntet ihr bitte hier von der Klippe ein bisschen mehr kommen? Komm mal hier rüber. Das ist ja nur. Ah, oh, nee, das wird doch wieder nichts. You picked the wrong fight. Das ist mir jetzt auch egal. Ja, The machst du tot, gods ja. are displeased with me. Ja, die sind displeased mit dir, weil du so blöd am Rand stehst und dann runterfällst. Mensch. Okay. Ah. Oh. Oh, was sehen meine trüben Augen? Eine Figurine. Und da waren wir schon hier. Dann tun wir hier ein bisschen umschichten. Ah, das tun wir raus. Das brauchen wir vielleicht. Das tun wir weg. Das tun wir weg. Ah, ja. So, und jetzt gucken wir mal, ob es hier wirklich keinen Weg hochwärts gibt, den man laufen kann. Doch, hier kommt man. Ah, ja, klar. Nee, ich sag gar nichts. Wahrscheinlich gleich am Anfang dran vorbeigeritten. Ja. Gott. Okay, so viel zum Thema Kartenlesen und Pfadfinder. Da hätte man schon hoch können. Okay. Aber gut, dann werden wir nochmal. Wir wollen ja erstmal der Küste folgen. Beziehungsweise. Landesinnere machen wir später. Erkunden wir auch später. Lassen wir der Küstenlinie folgen. Ich muss nachher bloß mal kurz die Tante im Schlepptau abgeben. Obwohl, es müsste. Vom Ding müsste es lang, wenn wir nicht noch was finden. Muss ich mir merken, da oben, das hat auch kein Ding gehabt, gell? Dann mache ich mal eine Markierung. Eine Info. Das ist. Da werde ich vielleicht mal bei Gelegenheit vorbeischauen. Und hier war ja auch ein Zethbreeze. Das würde sich dann verbinden lassen, dass man. Kurz in das Ding reinrennen, das eine Camp guckt, ob es einen Priester gibt zum Abholen. Wo sind wir denn hier? Was ist denn das hier?
Ich denke, hier wird es dann irgendwo so ein semi-permanentes Camp geben, weil da will ich hin, da kann man hin, da gibt es eine Festung. Das wäre vielleicht hier dann gar nicht so blöd, einen von den Obelisken hier permanent hier in der Gegend zu stationieren, weil man von hier aus doch schöne Ausflüge machen kann. Doch, ich glaube, hier machen wir schnell einen permanenten. Das heißt, ich brauche ein bisschen Stein. Haben wir hier Stein? Da haben wir Stein. Und ein bisschen Holz. Ein Stein noch. Trinken kann ich auch mal was. Und ein bisschen Holz haben wir gesagt. Dann mache ich hier auch so einen semi-permanenten, also ja, einen permanenten, wo man einfach von hier aus ein bisschen was unternehmen kann. Kann man schon. Ja, mach den mal tot. My claws are sharp, pup. Are yours? Und zwar rein optisch. Ja, ich habe gedacht, ihr macht den tot. You will never return to your den. Hier. Genau. So, dann mal kurz diesen hier. Den hier, dann machen wir hier Siebter, Isle of Siebter, Isle of Siebter. Was brauche ich? Ich brauche. Wie viel kann ich denn machen? Da brauche ich 6 davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauche ich. 1, 2. Und in der Mitte. 6. Und eine Treppe brauche ich. Und Torches, damit es auch beleuchtet ist. Da nehmen wir wieder 3 und 1. Ah, da fehlt mir nachher Gemüse. Okay, sehr gut. Da muss ich mal das Gelumpe weg. So. Dann fangen wir hier an. Ihr müsst da ein bisschen weggehen. Kinder, ihr steht immer im Weg. Außerdem habt ihr euch eh nicht um den Dings gekümmert. Treppe. So, und dann machen wir hier 1, 2 und Pferdel, du kannst mir mal einen von den Obelisken geben. Den machen wir hier permanent. Das wird dann unser das wollte ich eigentlich nicht. Wie nennen wir den? Lass mich mal ganz kurz. Ach, den nehmen wir jetzt erstmal XP. Ja, ist ja egal. Okay, dann können wir das hier erstmal da aufräumen und ich brauche noch ein bisschen Gemüse, damit ich mir wieder eine Fackel machen kann. Und dann gucken wir weiter. Ne, ich glaube, das ist ganz gut. Von hier aus können wir ein paar schöne Ausflüge machen.
Gucken wir mal, was das mit dem Rhino auf sich hat. Drüben ist ein Schiff. Ja, ich glaube, es ist gar kein Fehler hier. Und ich wollte ein bisschen Gemüse sammeln, damit ich mir wieder eine Fackel machen kann. You will never return to your den. So. Ouch. Ouch. So. Okay. Ich würde mal hier weitergehen. Wir könnten da oben mal hingucken. Das könnte ein bisschen mehr sein. Das heißt, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Na. Die sind irgendwie nicht so responsive, oder? Hast du ein Level up? Oh ja. Dann muss ich hier ganz kurz die Dame hier um etwas zu essen bitten. Und wie geht's dir? Du bist immer noch, du hast noch, gell? Die hat noch einen Buff, ja. Mal gucken, es ist, ja. Das Schiff da drüben, das können wir auch noch besuchen. Das ist jetzt was, wo ich... kann man hier lang laufen? Ja, man kann laufen. Aber ich gehe schon mal hier. By the old serpent, invaders. Ja. der Papagei hier, der will auch noch was von uns. Soon my teeth will taste your throat. Ja, wenn die, wenn die... You picked the wrong fight. Ihr schubst den wieder runter. Ihr macht wieder so lange, bis der runterfällt, ja? Also... Das wollte ich nehmen. Dann haben wir toten Vogel. Du musst doch noch hier genau. Das. Da fehlt noch einer. Ah, da war was. Rest ist Müll. Und. Halt! In the name of Set! Ja, was bist du? Kenner braucht man nicht. Ich glaube, ein Smelter würde mir wirklich noch fehlen, ein zweiter, ja? Aber ich sehe schon eine Figur. Ja. Hör mal. Auf. Du machst. Der macht wieder so lange rum, bis er runterfällt. Ja, aber. Siehst du, jetzt bist du froh, dass ich dich vorher schon umgebracht habe. Oh, und der hat selber... Ach, nee, ach, das war jetzt gerade... Das war jetzt gerade witzig, weil jetzt habe ich gerade das Ding, das Zeug geklaut. Das läuft, glaube ich, so, ja. Das nehmen wir mit. Da ist eine Figurine. Die nehmen wir mit. Was ist das hier? Kann ich das? Oh ja. Zetit Ritual Knife. Du gibst mir das, das und das und das. Es gibt Seite. Und das haben wir gesagt, leeren wir komplett, damit ich es nachher weiß.
Da haben wir ein Schild. Sonst nichts. Hier liegt auch nichts rum. Und wieder darf diese das kannst du mal nehmen. Ah, komm. Dann die hier, diese Lesser, was auch immer, da frage ich mich auch, warum sie da nie einen Namen dafür. Oder warum war es der Grund, warum das einfach nur mit Fragezeichen zu versehen? So nach dem Motto. Habe ich das letzte Mal vergessen auszuräumen. Auf jeden Fall haben wir schon wieder 3 Figurinen, das ist schön. Das hier und jede Menge Pakete und das hier. Ja, ob das einfach so in der Entwicklung war, die ist gesagt, ah, keine Ahnung, schreibe mal Fragezeichen hin, den geben wir später einen Namen. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, so Spiel ist draußen und so, hey, hat eigentlich irgendjemand diesem Teil einen Namen gegeben? So, nö. Shit. So. Okay, den hätten wir. Den Außenposten. Ja, gucken wir noch hier um die Ecke. Sollten wir was essen. Aber ich glaube, hier kommt nicht mehr viel. Da kommt dann nachher hier das Teil. Ja. Können wir hingehen, ob wir was triggern. Dann haben wir schon einen Karteneintrag. Und wir können einmal außen rumlaufen heute noch. Und beim nächsten Mal gucken wir da rein. Da rein, da hoch. Hä? Was habt ihr mit dem Papagei da? War das ein Totenkopf, Digga? War das ein großer? Nö. Das müsste jetzt hoffentlich mal wieder die andere gewesen sein. Jawohl. Aber immer noch. Egal. Ich meine, mit für einen Lowy ist es nicht schlecht. Und, ah, sehr schön. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen hier vor. Zücken mal das hier, damit wir. Potenziell, wenn es was Knüppelbares ist, ist es aber nicht. Watch out! Ja, was? Nicht. Ripper in Terror! Taste death! Die! Ich stecke immer nicht schlecht ein. Curse you! So, das nehmen wir mit. Zermatschen wir. Jetzt bin ich überladen. Ja, geh mal hier auf die Seite. Was haben die. Vitality. Ja, was sieht vielleicht ganz cool aus, wenn man das den Bogenschützen oben auf der Mauer gibt. So, und dann würde ich sagen, es wird duster. Dann würde ich jetzt einfach mal Richtung unserem neuen Dingsbums reiten.
Runden zurück. Da fällt mir gerade was auf. Das gehört natürlich nicht hier rein. Da gehört das hier rein. Wieso hat er... Und übernimmt er das ja immer, wenn das... 2, 3, 4... Ja. Okay. Ja. Dann gehe ich mal als erstes durch. Dann nehme ich dir den ab. Habe ich noch eine... Glaub ich habe noch eine... Ja, ich wusste, ich habe da vorher mehr gemacht. Dann tun wir die hier. 3. Dann tun wir die hier mal dahin. So, dann durch. Und die tun wir hier drauf. Jo, dann sind wir fertig für die Folge. Halbe Stunde ist um. Ja, war jetzt nicht so super spannend, oder? Ja, mal gucken, wie sich das geschichtetechnisch entwickelt. Ich denke, das wird ganz, ganz interessant werden hier. Und hier drüben haben wir ja auch noch, sieht man das hier irgendwie, hier muss auch noch irgendwie so eine Art Festung sein. Und die können wir das nächste Mal, hier ist da glaube ich was, mal gucken. Und dann natürlich hier irgendwann, aber das kommt erst zum gegen später. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Channel und aktiviert die Bimmel, dann verpasst ihr nichts. Schreibt Kommentare, das wäre ganz toll. Und ansonsten einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei sein, hier in Conan Exile Isle of Sipta Gameplay mit Mods. Bis dahin, tschüss, macht's gut und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.